Herzlich willkommen bei einer weiteren Teeverkostungssession hier bei Tea Addicts. Das ist Stefan. Moin, moin, hallo. Mein Name ist Jürgen und unsere Mission ist es, euch für guten und echten Tee zu begeistern. Heute wollen wir verkosten Tee aus Georgien. den besten aller Zeiten. Nein, schon wieder. Ja, heute geht es um Tee aus Georgien, und zwar schwarzen Tee. Und ich habe mir vorhin überlegt, eigentlich sollten wir nochmal so von vorne anfangen. Ne? Also für die Leute, die neu jetzt hier reingekommen sind. Ne? Also, Ja. weil ich intuitiv hätte ich jetzt gesagt, wir machen jetzt einfach weiter und setzen voraus, dass die Leute die Videos vorher schon Schon gesehen haben. wissen, was Phase Ja, ist. aber es Ja. ist halt immer so eine Sache. Ne? Ja, Ja, hau rein. ich würd nochmal, ne? Also Tee aus Georgien. Damals. Damen, In grauen Vorzeiten. da gucken uns erstmal viele an. Ne? Und wenn Kunde kommt und sagt so, ja, gib mir mal einen schwarzen, ich brauche irgendwie so einen Evergreen. Und Georgien? dann sage Gibt's da ich, Tee? Georgien, Georgien, finden alle geil, Gastro, funktioniert, kannst du nicht kaputt machen, 100 Grad, 10 Minuten ziehen, egal. Und dann alle, hä, wie Georgien? Ja, und Georgien, in Georgien geht es ab mit Tee, also richtig viel sogar. Und das wissen viele nicht, aber in diesen paar südlichen Bergtälern von Georgien, da wurde früher die ganze Sowjetunion versorgt mit Tee. Ja, und das sind echt viele Leute. Und in der Sowjetunion, das sind alles Teetrinkerkulturen. Ne, da gibt es Tee, ne, der Samowar und so, da wird Ja. literweise aufgebrüht. Wir haben so Tea Breaks in so 2,5 Kilo Stärke für so Kasernen-Supplies so Ja, ungefähr. steht da oben auf dem Regal. Genau, ich würde es gerne. Ich hol den Ja, dann. Jürgen, ja. Und diese Teekultur, die fing an mit so einer Schmugglergeschichte. Da wurden nämlich vor so rund 100 Jahren Teepflanzen aus China rüber geschmuggelt. Ne? Und nur damit man versteht, wie da so eine. Da ist dieses. Das ist das Kasernen-Teabreak. Ne? Also mir wurde erzählt, diese 2,5 Kilo hier, das ist Grüntee. Ne, die kommen einfach in so eine Art Kubikmeter große Badewanne und wird einmal aufgekocht und dann hast du für eine ganze Kaserne grünen Tee. Es kocht wahrscheinlich den ganzen Das Tag kocht den dann. ganzen Tag, egal, Hauptsache warm und Ja. grün, so ungefähr. Ne, die kasachische Kasernenqualität hier. Also wir Ja. haben den auch schon probiert, und Der ja, ist gar das nicht kann man so machen, ne? schlecht. Ja, es ist Ja. halt jetzt nicht. Ja. Es sieht Also fürchterlicher aus, als es es ist. sieht halt schlimm aus, ne? Und Ja. das Auge trinkt ja auch ein bisschen mit. Ja. Aber geschmacklich war der okay. Also habe ich auch schon. Wir haben schon Schlimmeres Also ich, getrunken. ja, oder umgekehrt muss man sagen, der war tatsächlich okay und ja, es gab Erlebnisse, wo ich nicht sagen würde, es war okay. Und dieser Tee, das kann man tatsächlich einfach so sagen, dass der Der war in Ordnung. trinkbar ist. Ja. Ja. Also ich fand auch, ich war positiv überrascht, kann man das so Ja. sagen? Also wenn man mal in Georgien ist und günstig Ja. grünen Tee kaufen will, kann man durchaus so einen Kann man 2,5 Kilo-Brick weiß nicht, was habe ich kaufen. gezahlt? $5 oder so. Wahrscheinlich sowas in dem Ne? Irgendwie Dreh, 4 € oder so hatte ich auf Tasche oder so. Und dann so, ne? ja, 4, 5 € Schein so ungefähr. Und dann meinten die, in Tonnengröße ist es noch viel günstiger. Aber naja, egal. Ja, und es geht los mit einer Schmugglergeschichte. Also das wurden Teesamen damals aus China nach Georgien geschmuggelt. Und diese Teesamen sind aus ganz China zusammengesammelt worden. Ne, da hat man so aus, so ein bisschen Bamboo-Dam, ein bisschen Large Leaf Variety, ein bisschen Sinensis Assamica, bisschen Sinensis aus Nord und Süd, alle in einen Karton und in einen Sack geschmissen. Und dann hat man die quasi als erste. Das war das erste Batch quasi, ist so nach Georgien gegangen. Und alle Pflanzen, die ganzen Plantagenanlagen, da kannst du echt kilometerweit mit dem Auto rumfahren und die ganzen Täler sind voll mit Teeplantagen. Die sind alle von diesen paar Stöcklingen, Sprießlingen weiter expandiert. Ne? Und dann so eine Teeplantage in Georgien sieht auch ziemlich wild aus. Ne? Das sind nicht einfache, das sind keine perfekten. Homogenen Rows, also so Reihen, sondern es ist sehr wild und du hast da so eine Pflanze, die ist so groß und hat so einen Stamm und du kannst halt sehen, dass es ein Large Leaf Variety ist, also eine Pflanzenart, die kommt aus Südchina und ist eher für Pur und eher für schwarzen Tee geeignet. Und daneben stehen so zwei so kleine Büsche, die sind so groß und ganz büschig, die stehen da auch schon seit 100 Jahren
Und die Blätter sind nur so groß. Ne? Und dann hast du dann so einen typischen ne, Grünteesetzling, wahrscheinlich irgendwie so aus so einem Xihu, ne, aus Hangzhou, aus so einem Mittelchina-Gebiet. Und, ne, diese Teepflanzen werden alle gepflückt und kommen dann alle in einen Pott und werden dann dort zu klassischem Schwarztee produziert. Ja, wobei man sagen muss, dass das echt eine Hammer-Hammer-Qualität ist. Also Ja. ich persönlich würde sagen, das ist mein Favorit unter den Schwarztees, die wir Ja, bisher so hatten. Ich finde, das ist. besonders dieses Batch. Trinke selten schwarzen Tee, besonders dieses Batch. Es ist der Ja. beste aller Zeiten. Ne, wirklich, ich habe gerade auch wieder. Also ich finde ihn Ich wirklich finde auch ihn auch wieder wirklich absolut gut. überzeugend, Ja. ohne Wenn und Aber. Ja. Aber auch generell, ne, so von allen Schwarztees, die wir so bisher hier hatten. Und ich bin echt nicht so der Schwarzteetrinker. Aber jedes Mal, wenn ich den trinke, denke ich, ach, ich müsste mehr Schwarztee trinken, weil ich den Ja. echt richtig, richtig gut finde. Diese fruchtigen Noten und so, und ich finde es extrem geil. Und was man dazu auch noch sagen kann zu diesem Tee, ne, nicht nur diese Mischung an Hybriden und Kreuzungen, die da auf dem Feld wachsen, sondern dann ist ja der Fall des Eisernen Vorhangs gewesen. Ja, grusinischer Tee, ne? Du kannst Ja, davon berichten. und diese Tees, die hatten früher eher so eine, naja, also es gab sicherlich schon immer auch irgendwo so eine kleine Ecke, wo wirklich sich Mühe gegeben wurde, hochqualitativen Tee zu produzieren, aber das meiste war eher so auf Massenware, eben zum Versorgen der Menschenmassen ausgelegt. Ja. Und dann plötzlich Wende und Tee interessiert niemand mehr und alles liegt brach. Nichts Alle wollten passiert mehr. importierten Tee Ja, trinken, und ne? dann sind diese Felder zum großen Teil richtig krass verwildert. Und das hat dem Tee nochmal sehr gut getan, weil der hat so ein Bioprozess dann stattgefunden. Ne? Das Ja. ist so Ja. ganz natürlich alles richtig wild und auf diesen Teeplantagen oder Feldern, wenn man es überhaupt noch Felder oder Plantage Ja. bezeichnen kann, wächst alles. Eben nicht nur Teepflanzen, sondern wachsen alle möglichen Pflanzen zwischendrin und ich bin überzeugt davon, dass das diesem Aroma nur gut tut. Ja, Also, und das ja. macht diesen Tee so, Ja, dieser Twist halt, die ne? Menge, die da produziert wird, ist richtig gering, ne, weil ne, der georgische Tee hat innerhalb der Sowjetunion einen sehr schlechten Ruf. Ne? Und das ist der Ruf war damals zu Zeiten Moskaus, es wurde nur auf Masse produziert. Die Leute da, die ich da in den alten Fabriken da noch getroffen hatte, die hatten gesagt, da 24 Stunden Dreischichtbetrieb. Und Qualität egal, Hauptsache die Quantität wird erreicht. Und so sinkt dann eben die Qualität, weil Felder überhaupt gar nicht, die wurden einfach nur noch auf Masse getrimmt. Und dann von einem Tag auf den anderen, stopp. Und dann ruft Moskau nicht mehr an. Niemand weiß, was mit den Feldern los ist. Alle Bänder stehen Ja. still. Und dann war, okay, Tee aus Georgien, habe ich mir gemerkt, war damals die einzige Wahl, will ich auf keinen Fall mehr haben. Ich will jetzt importierte Ware haben. Ich will aus Indien Tee, ich will aus China Tee, ich will Importware haben. Ne? Ne? Ist ein Zeichen von Wohlstand. Und die Felder in Georgien, lagen dann einfach mal so Jahrzehnte brach. Ne? Da gibt es echt Felder, ne? Da stehst du erstmal da, irgendwo am Wegrand und dann, ach ja, das ist ja eine Teeplantage, weil du hast ja so eine Art Dschungelstruktur, wo so wie so zwei, drei so Ziegenpfade durchgehen. Ne? Also so Trampelpfade laufen da so durch. Und es gibt so ein paar Leute, die pflücken dann da so ein bisschen, niemand weiß, wem diese Felder gehören, die pflücken so Tee und machen zu Hause so ein bisschen was. Ne? Und das sind dann so Marktfrauen, die man dann in Georgien so auf den Dörfern, auf diesen Märkten so sieht, sitzt da so eine Frau und die hat so einen Korb oder so eine Tüte und da sind 3 Kilo Schwarztee drin. Ne? Und es gibt so zwei, drei Leute, die dann in diesen Dörfern quasi früher in diesen Teefabriken gearbeitet haben. Und unser Tee kommt von David. Und David ist so ein Typ, ihr kennt diese Leute, das sind so Tüftler. Ne, die Ja, sehen so ein irgendwas, Autodidakt, ne? autodidaktische Tüftler, die sehen irgendwas und wollen sofort reparieren. So. Die sehen da, und David ist so ein Tüftlergeil. Und der hat gesagt, so, hier sind so geile Teefelder und ich mache jetzt einfach mal Tee und hat da jetzt einfach mal so eine gewisse, ich sag mal, Professionalität erreicht, wo wir sagen können, da finden wir eine gleichbleibende Qualität. Und dieser Typ ist einfach so ein Original. Ich vertraue dem blind. So ungefähr. Das ist ein so geiler Typ. Ne, du gehst da hin, der hat angefangen, so zwei, drei Felder vom Bürgermeister in diesem Dorf da irgendwie so zu pachten. Und dann gibt es diese alten Damen, die noch wissen, wie man Tee pflückt.
Und dann laufen da so die Ziegen nebenher, so, das ist, also das ist, es ist wirklich bildschön da, so ungefähr. Und diese Ernte ist nochmal besonders, weil Gabriel, also sein Sohn, der hatte gesagt, dass wegen Corona dieses Jahr noch weniger geerntet wurde. Es wurde nochmal weniger geerntet, weil ne, da gab es auch diese besondere Zeit, und da hat man die Zufahrtsstraße in dieses Dorfteil einfach zugemacht. Keiner durfte mehr rein und raus. Das ist so Sowjet-Style Lockdown, so ungefähr. Und da standen die Leute echt mit Schlagbaum und Gewehr, meint er. Und die Leute haben sich da einfach gesorgt, okay, wir haben dieses Jahr keine Kunden. Und die sind das auch irgendwie gewöhnt. Und dann ist so, ja, wir produzieren dieses Jahr weniger. Und davon haben wir jetzt einen Auszug. Ja, ich finde es voll gut. Also, was mir noch einfällt zu diesem Thema Qualität, ne? Also, weil ich höre mich selber noch sagen, so früher, naja, das ist eher so mittelmäßig, aber in der Region, wo der Tee herkommt, da wird er eh nur für einen Samowar verwendet. Ne? So, also so ein, Stimmt ja, in teilweise auch. Samowar kann man halt so ein bisschen so, da muss die Qualität nicht so geil sein. Ich würde das in Frage Das wieder stellen, diese nicht. Ja, Äußerung, die das ich stimmt selber wieder. auch schon so getätigt habe, weil wir haben diesen Tee schon im Samowar gehabt und haben den aus dem Samowar getrunken. Und auch aus dem Ja, Samowar ey. schmeckt ein geiler Tee Einfach geiler als ein geil. Ja. mittelmäßiger Tee. Ja, das, nee, das Also ist da, das ja. muss man, also das ist, lohnt sich tatsächlich dann, ne, also wieder so im Kopf so vorgefertigte Meinung, Samowar-Tee, da geht es ja nur darum, dass der stark ist und irgendwie gegen Zucker und so, aber wenn da ein geiler Tee drin ist, dann macht es trotzdem einfach doppelt so viel Spaß Ja, und und ja. da gibt es ja auch, also Samowar ist auch nicht gleich Samowar, ne? Es gibt diese silbernen, Ja, verzierten klar. Samowar, und es gibt natürlich auch diese solche Haut drauf Badewannen-Samowars. Ja. Ja, und bei David, ne, Teestunde bei David war, also da standen zwei Kannen auf dem Tisch. Seine Frau kam und hat zwei Kannen. Eine war so einen halben Liter oder was. Die war aus Silber, das war eine richtig schöne silberne Kanne. Ja. Und dann eine etwas größere, vielleicht ein Liter. Und in der Literkanne war heißes Wasser drin, Ja. und in der kleinen Kanne war ein Sud drin, wo dieser Tee verkocht wurde. Ja, klar. Und dann haben die so Tee getrunken. Und dann war so halb von dem und dann heißes Wasser drauf. Und dazu gab es dann so, ne, so, weiß nicht, ne, so ein Dinkelgebäck oder so. Und ne, mit so einem Marmeladenzeug drauf. Ne, und das war georgische Teestunde. Und es wirkte jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein, ja, Powder auf Tee trinken, sondern es war zeremoniell, so ungefähr, könnte man schon so sagen. Also man kann es nicht oft genug sagen, dieser Tee ist extraordinary, outstanding. Es ist einfach Das, ja. ein krasser Schwarztee und ich bin umso mehr jedes Mal noch mehr fasziniert, weil ich am Anfang noch gesagt habe, so, naja, also Da genau kann ja dieses nichts Ding, ja, fährt er nach werden, Georgien, da wird schon irgendeinen schwarzen Tee mitbringen, so, und jetzt ist es halt echt so, dieses, wow, ich will mehr davon. Ja, Ja. also, Ja, also ich weiß nicht. Ich würde sagen, so vom Geschmack her ist er so wie beim letzten Mal oder so wie wir es kennen, vollmundig. Und der hat so ein, man vielleicht schmeckt so liegt ein es daran, bisschen dass so er ein. frischer ist jetzt, aber ich finde ihn noch aromatischer und noch Der hat mehr fruchtiger. Volumen, Ja, ne? Der hat der mehr ist so, Volumen. die Spritzigkeit ist voll da. Ne, so ein Fruchtmalz, ne? Also man schmeckt, dass es so ein Ja. natürliche, so eine, weiß nicht, so ein natürlicher Blend ist, ne? Das ist ja jetzt so, das wurde nicht nachträglich geblendet, sondern die Pflanzen sind gemischt, so ungefähr, ne? Da kann man jetzt auch nicht von Monokultur sprechen, vielleicht doch, aber es sind halt verschiedene Sorten, Ja, ne? Und das dann ein kommen die alle so zusammen. natürlicher Cuvée oder wie man das dann so nennen Ja, da soll. kann doch keiner mehr sagen, was da, wie viel Prozent und so. Und ne, so, die liegen halt einfach alle auf einem Feld. So. Ich find's super. Und du kannst es auch nach diesen 60, 80 Jahren echt erkennen. Du läufst auf diesem Feld rum und ach ja, große Large Leaf, hast du wieder so einen und dann wieder drei so Büsche. Und dann merkst du, ah, okay, ja. Und dann schimpft dieser David schimpft dann rum und meint, ja, es ist schwer zu ernten, weil die sind halt, die haben halt keine Einheitsgröße. Du hast halt nicht so wie
ich sag mal, irgendwie in Assam so Tabletops. Ja, aber der Tee an sich ist schon ziemlich homogen, ne? Also da wird der Tee selbst die geben ist, sich irre viel Mühe. Das ist eine also, Verarbeitungsfrage. Ja, also das ist schon echt toll. Ich, ja. 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 I'm happy. I'm happy. Ja, genau. Das ist der Tee. Wir haben ihn, er ist schon unboxed vom Zoll. Ja, ja, der Zoll hat ihn schon aufgemacht für uns. Ja, da, ich blende dafür ein Foto ein. Wenn du das möchtest. Das, ich mach das mal so. Und ja, es hat natürlich eine Tierdix-Geschichte hinter sich, aber das ist auch nichts mehr Neues eigentlich. Nee. Ne? Wir müssen eigentlich mal erzählen, wenn irgendwie ein Tee hierher kommt und es mal glatt lief. Ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht dann irgendwann, ja, vielleicht machen wir das. Ja, ich habe von meiner Seite aus nichts mehr. Ich würde sagen, probiert diesen Tee aus. Ja. Ja, lasst euch verzaubern. Das ist geil. Ja. Von schwarzem Tee aus Georgien, dem besten, den es jemals gegeben hat. Ja. Und in diesem Sinne, genießt euren Tee. Bis die Tage. Prost.